Hi Leute! Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich weiß nicht, was hier so lustig ist, weil eigentlich ist hier gar nichts lustig. Das muss man ganz klar mal an der Stelle sagen. Harry und Bayer sind abgereist. Ja, das einzige Gute ist, Mo. Ja. Ja, das einzige Gute ist, dass dein Stiefvater Bescheid weiß, dass du den Traktor, den Deutz hier genommen hast. Aber ich sag dir ganz Ja. ehrlich, pass auf, ich meine, ganz ehrlich, mit dem Stiefvater will ich jetzt auch nicht weiter auf dir rumhacken, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist die Strafe genug. Aber sag's ihm nicht. So, Mo, du wolltest doch irgendwas bestellen, oder? Ja, danke, danke für das Mitgefühl. Ich hoffe, du hast jetzt endlich mal ein bisschen Auge für Geschäfte. Wir würden das hier diesen hässlichen Fans in Zahlung geben und dafür Nochmal so ein Bier bitte. kaufen. Ihr wollt den. Hässlichen Fans? Ja, ist doch. Ja, warte Sieht ganz man doch, kurz. oder? Den wollt ihr in Zahlung geben. Ja, genau. Okay, alles klar, das ist kein Problem. Ist mein Jupp irgendwo? Ach, ich weiß gar nicht. Ich würde Ah, mal der ist ganz mir kurz in die sowieso Werkstatt egal. fahren, würde nur mal ganz kurz drüber schauen und würde dir dann mal schnell so eine ganz grobe Marschrichtung geben für den Preis. Wäre das okay? Jo. Und ich würde auch noch, ne, gleich bestellen wollen. Ja, ist kein Problem. Kannst du machen. Ich will nur, dass wir das vielleicht gleich auch verrechnen, ne? Ich gehe mir einen Kaffee ziehen, ne? Ja, ich gucke hier da weiter mal drüber. So, gar kein Thema. Gar kein Problem. Überhaupt kein Problem ist das für uns. So. Okay, da. Ja, Mahlzeit. das sieht ja ganz gepflegt aus. Ja, moin, grüß dich. Du, Der pass ist. mal auf, der Karl schickt mich. Der Karl schickt dich. Ja. Seit Okay. Wochen lässt er mich da arbeitslos sitzen, kann nichts tun. Jetzt hat er mich geplant für heute. Dann habe ich ihn angerufen, wo er ist. Dann fiel ihm urplötzlich ein, er hat eine Feuerwehrschulung. Ist gerade wie ein Berserker an mir vorbeigefahren. Ich sagte, bist du wahnsinnig? Ich sagte, nö, der Polizist wäre eh nicht da, wäre eh egal. Ich soll eine Wow. Rechnung begleichen. Er hätte noch was zu bezahlen, wie 6000 Liter Pflanzenschutz, 5.275 Liter Kalk und 16.667 Liter Diesel. Pass auf, dann machen wir das jetzt. Das ist kein Problem, dann mache ich das ganz kurz. Sag noch mal ganz kurz: 6000 Liter Pflanzenschutz. Genau. Ja. Was kriegst du dafür? Nee, wir machen alles zusammen. Weiter. Achso. Dann 5.275 Liter Kalk. Okay. Und 16.667 Liter Diesel, A2 Euro, sagte er mir, hätte er mit euch im Vertrag. Ja. Das ist richtig. So, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Tja, weißt du, was mein Problem gerade ist? Warte mal, der Nee. amtierende Bürgermeister bittet. Was war das gerade? Ich Der hab's auch amtierende gelesen. Ne? Bürgermeister bittet um eine Zusammenkunft im Besprechungssaal der Gemeindegebäude Stadtteil. 14:30 Uhr? Raimund Ringele, Wahnsinn. Pünktlichkeit ist erwünscht. Komm Das mit. ist gleich schon. Ja, Mo, pass auf. Ich muss ja was sagen, Mo. Ich habe da hier mal drüber geschaut. Also, der ist Ja. so hässlich. Da kann ich dir maximal 1000 Euro für geben. Ja, da reden wir noch mal drüber. Kannst du mich mitnehmen? Ja, nee. Sehr schön. Wie, nee. Ja, im Freien kommen. Rufst mich dann an bezüglich der Rechnung? Ja, komm mit, ey, wir müssen runter. Ja, okay, dann fahre ich weiter mit. Nee, geht Ja. ja nicht. Hab nur zwei Plätze. Nee, Mo, du musst auch Doch. aussteigen. Ich muss den Jupp mitnehmen. Komm, Mo, nimm mich Dann jetzt mit. nehmt doch den Fan, der ist dann da nicht. Oder du fährst bei dem hier Kollege mit. Ja, Jupp, was los? Im Freien! Können wir einen Johannes mitnehmen? Nee, nee, wie soll das gehen? Das nennt Jo! sich Kundenbindung. Unglaublich, ey. Ja, ich wollte nicht, dass der andere mitfährt. Deswegen habe ich dir gesagt, weißt du wie? Ja, passt doch so. Ja, alles super. Ah. Hallo erstmal, Miguel. Ich habe ein kleines Problem mit meiner Lenkung, wollte ich nur anmerken. Es lenkt irgendwie anders. Es lenkt sehr stark ein heute. Ich glaube, das liegt an einer anderen Sache. Das ist äußerst. Oh, Alter. Ich hoffe, der fährt nicht so, wenn er irgendwelche Sachen hinten auf dem Trailer hat. Ach komm, wir müssen ja auch nicht aus jeder Fahrt ein Rennen machen. Wir fahren einfach ganz entspannt hinterher. Das ist wirklich. Kann das. Einfach ganz ruhig bleiben. Okay, hier sind ja eh 30! Richtig. Aber ist auch egal, Polizei ist sowieso nicht da.
Oh, jetzt sag das doch nicht, nee, nicht noch so, Jupp. Ey, ohne Scheiß. Ja, aber warum nicht? Naja, weil das scheiße ist, dass der Bayer weg ist. Ja, gut, irgendwo schon, das stimmt. Es ist schon doof. Ja, vor allen Dingen, weißt du, wer kommt? Jetzt mal ohne Mist. Weißt du, guck mal, es kommt wieder ein neuer. Was ist denn mit dem neuen? So, mit dem musst du auch wieder erst. Musst du dich auch wieder hast irgendwie, dann ist es vielleicht, vielleicht ist er richtig gut drauf, vielleicht ist es ein übelster Akro-Klaus, man weiß es ja, ja nicht. Ja, stimmt, ist eine Überraschung halt. Ja, ne? Und Harry ist auch nicht da. Ja, Harry. Ja. Das ist echt scheiße, ey, Jupp. Ohne Mist, ey. Kommt ja mal bitte. Ja, wir sind da unterwegs, ey. Der Raimund wird schon ungeduldig. Oh, kaum, ja. Der schiebt der jetzt die dicke Kugel hier, oder was? Wie ich aussehe, sitze ich hier mit dem Jogginganzug, oder was? Du gehst jetzt nach Hause und ziehst dir jetzt verdammt nochmal eine scheiß Jeans an. Hallo. Oh, so geht's nicht, hallo. Wirklich. Zieh dich um. Das ist mal derselbe Mist mit deiner scheiß Jogginghose. Und wenn ich das noch einmal sehe, wie du im Schweinestall mit der Jogginghose die Scheiße da wegmischst, trenne ich dir im Arsch. Und dann soll man Stiefel anziehen. Ja, ist ja in Ordnung. Ich bin nur noch die Asiletten in dem Mist, wie du bei den Schweinen da rumrennst. Und ich die Schnauze. Ja, ja, komm, reg dich ab, Mensch. Pack nochmal, immer die scheiß Jogginghose da. Und Badelatschen. So, haben wir's? Wir haben's. Schön. So, was ist jetzt mit dem Herrn Nielsen? Wo geht der denn hin? Hört ihr alle? Hört ihr alle? Also, Chat? Müssen wir nicht warten, oder was? Schreibt mal rein. Hört ihr alle gut, ordentlich? Könnt ihr alle ordentlich hören? Ich weiß nicht, wer es schon mitbekommen hat, aber anscheinend sind irgendwie ein paar Leute stiften gegangen oder so. Jedenfalls habe ich die Nachricht erhalten. Ja, ein paar Leute stiften gegangen. Raimund! Ein paar Leute stiften gegangen, Raimund. Du weißt genau, der Harald ist hier mit weg vom Landhandel. Und du weißt genau, wie sehr wir da zu kämpfen haben. Ja, genau. Es war ja, ein wichtiges... Also, nee, nicht ja genau, Raimund. Das war ein wichtiges Mitglied am Landhandel. Der Jupp ist fix und fertig. Der ist nur am Heulen. Ich muss dich ständig trösten. Ich meine, ich bin ja der Harte von uns zwei. Ich heul nicht. Okay. Wollte ich nur sagen. Geht's wieder? Geht wieder. Okay, schön. Jedenfalls habe ich jetzt die Nachricht erhalten, dass ich der Bürgermeister bin. Hey! Deswegen habe ich mir gedacht... Dankeschön, Dankeschön. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lade euch mal alle ein. Raimund, hast du jetzt selber geklatscht? Nein. Sicher? Nein. Du stehst doch hier vor mir. Das war mein bezahlter Gast da hinten. So. Sollte nicht erwähnt werden. Ich möchte mich bei euch vorstellen. Ich meine, ihr kennt mich ja schon lange genug, aber ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Ich denke, wir werden viel Spaß miteinander haben. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und werde die natürlich wie immer pflichtbewusst wahrnehmen. Ich werde alle versuchen, gleich gut und fair zu behandeln. Oh ja. Und ich erhoffe mir von Ihnen allen natürlich, dass ich da auch unterstützt werde, weil ich kann das nicht alleine logischerweise schaffen. Ich bin da auf euch angewiesen, auf jeden Einzelnen. Ja, ich habe jetzt Frage. Schon mal... Ja, bitte. Wie viel hast du bezahlt für den Bürgermeister... Amt hier? Noch gar nichts. Noch gar nichts, also. Ja. Ich würde, Raimund? Ja? Ganz ehrlich, für die Frage würde ich jetzt erstmal den Fritzelhof komplett Bio-Sanktionen erteilen. Ach ja? Ne, also es wird was in die Richtung Bio geben, aber das nicht jetzt auf dem Fritzel gemünzt. Bionade, ja. Als erstes, ich habe schon Gelegenheit gestern auch meine Unterlagen, ich habe mal aufgearbeitet, was mich so hervorsteht. Und da würde ich jetzt den Miguel mal bitte nach vorne bitten. Weil. Jetzt bist du fällig. Ich habe hier. Moment. Miguel ein bisschen schüchtern heute, oder? Nee, aber. Und zwar steht hier, dass sie irgendwie enteignet wurden wegen irgendwie, was weiß ich, Unzurechnungsfähigkeit oder so. Ja. Ja, das kann ich natürlich nicht bestätigen. Aus langjähriger Geschäftsverhältnissen war ich da immer sehr gut aufgehoben und sehr zufrieden mit der Bedienung und alles. Das hat auch immer alles wunderbar funktioniert. Deswegen würde ich das
rückgängig machen, dass sie quasi wieder die 50% zurückhalten von ihren Anteilen am Landhandel. Weil ich diese Unzurechnungsfähigkeit nicht feststellen konnte in den ganzen Jahren, wo wir jetzt miteinander gearbeitet haben. Das ist meine erste Amtshandlung. Das ist ein Mann, der... Das ist ein Mann! So, Bürger von Schwatzingen! Ja, jetzt keine Welle machen. Bürger von Schwatzingen, hört mir zu! Das ist ein Mann! Hier, er! Das ist einer, der weiß, was er erzählt. Der kennt sich aus. Der läuft auf der geraden Linie. Das kannst du nicht sagen. Raimund, komm hoch hier. Meine Stimme hast du, Raimund. Und wehe, einer von euch weht ihn nicht. Bürger von Schwatzing, ich sag's euch. Ich bin doch schon gewählt. Runter vom Tisch. Ja. Echt? So steht er mit seinen dreckigen Arbeitsschuhen auf dem Tisch, ey. Bitte wieder hinein rein. Das muss neu geölt werden. Man kann auf die eine oder andere Stimme auch verzichten. Ja, Raimund, gut. Dem kann man einfach harte Sanktionen durchziehen und auf die Stimme verzichten. Hauptsache die anderen wählen dich. Sind Sie sich sicher, dass er zurechnungsfähig ist? Ja, er macht gerade einen kleinen, also ja. Stell dich wieder hin. Raimund, komm her, lass mich mal drücken. In kleiner Rückfall. Aber ja, Miguel, komm Miguel, komm hinter. Miguel? Ja? Es freut mich sehr, dass du den Landhandel wieder zurück hast. Sehr, sehr cool. Er ist nicht so stark in Deutsch. War kein Beleidigung. Komm, stell dich wieder hinter. Ey, was willst du machen? Ich meine, er hatte seine 9 Pflichtjahre in der 5. Klasse voll. Was willst du machen? Gut. Also das ist anders frech, mein Freund. Ach ja, Schandhandel, sag ich nur. Ich hab mich versprochen. Ja. Gut, also, wie gesagt, das ist meine erste Ansammlung. Wenn... Ja. Und die zweite? Bekommen wir unsere Rechte auch wieder zurück? Unsere Prozente? Was für Prozente? Ja, unsere Hof ist auch zu 50% in Stadthandlung. Soweit ich das weiß, betraf das die Genossenschaften, die gibt es nicht mehr, oder? Die Genossenschaft wurde aufgelöst und richtig. Dann sollte ich... Ja, das war aber trotzdem noch. Genau. Ja. Gut. Also die 50% sind dann nicht zurück, ne? Raimund? Ja? Hast du zufällig noch meinen Führerschein in der Tasche? Ne, den habe ich jetzt hier nicht. Gut, alles klar. Gut. Ja, jo, also. Ist ja kein Bulle da. Es war eine sehr schöne Zeit mit euch. Ich danke euch, dass ihr mich in meiner Amtszeit so wunderbar unterstützt habt. Wie, es war eine sehr schöne Zeit. Okay, lass mich bitte ausreden. Ich danke euch, dass ihr mich in meiner ganzen Amtszeit so wunderbar unterstützt habt. Es war mir eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten, dieses wunderschöne Stadt mit euch zu gestalten. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wollte eigentlich jemanden vorstellen, aber die scheinen noch im Stau hängen zu bleiben. Josef, guck doch mal bitte, ob die vielleicht schon, ich weiß ja, nicht. Was ist denn jetzt mit meinen 50%? Ja, das muss man nochmal prüfen. Da bleibt das ist unfair. Warum kriegt der so eine Prozente, wenn er rumspendet? Ah. Wer ist denn der, Liv? Ja, hallo, ich kann mich nicht verteilen. Ich kann nur eine Sache nach der anderen abarbeiten und das war halt das Erste, was ich hatte. Oh. Und meine Amtszeit ist natürlich jetzt auch leider vorbei. und deswegen. Alles wie deine klar, Amtszeit ist vorbei, Raimund. Ich bin auch statt ein Zufall. Ja. Ey, Raimund, hättest du mal was gesagt? Da hätten wir doch noch viel mehr drehen können. Nein. Herr Ringel, Sie waren ein wirklich sehr guter Bürgermeister. Der Beste bis jetzt. Danke. Nichts gegen Peter, aber die waren wirklich unglaublich. Kommen Sie rein, die Herren, bitte. Kommen Sie rein. Wirklich nichts gegen Peter. Na, so. Aber Sie waren echt unglaublich. Miguel, bitte wieder zurück. Ja. So, ich möchte Ihnen bitte gerne zwei Herren vorstellen. Zum einen wird unser ausgereister Herr Bayer, muss natürlich ersetzt werden, dass weiterhin Recht und Ordnung hier sind in unserer Stadt. Und da habe ich hier den Herrn, wie war Ihr Name, Entschuldigung? Lanzel, genau. Lanzel, der wird ab sofort das Amt vom Herrn Bayer übernehmen. Und jetzt meine letzten Worte, der Herr, wie war es? Oberbillig. Billig, genau. Der Herr Billig, übernimmt das Bürgermeisteramt vorläufig. Einen wunderschönen guten Tag. So, damit bedanke ich mich. Ja, ich bin Sie sind raus. Vielen Dank und viel Spaß. Meine lieben Damen und Herren, ich übergebe erstmal das Wort an den Vitus, denn der Vitus wird euch erstmal sagen, wo es hier lang geht, denn wir haben so viel gehört, was überhaupt nicht toll ist. Deswegen, Vitus, du kannst erstmal die Leute begrüßen, aber denk dran, so freundlich wie immer. Selbstverständlich. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Mein Name ist Vitus Lanze. Ich bin seines Zeichens seit 30 Jahren in Innerbach
viele Leute gewesen. Und jetzt habe ich gehört, dass die Flitzpiepe von Bayern Abgang gemacht hat. Und jetzt nicht so sie Bayern sind da mal ganz still, ne, da drüben. Die Bayern waren eher das war keine Flitzpiepe. Ganz andere Seiten aufzogen, du Spezi. Ich war jahrelang mit Rolf Perdu. Sagst du nicht, dass der eine Flitzpiepe war? Du hältst mal die Klappe, sonst knallt das da vorne. Ey, was ist denn das schon wieder, Raffa? Ja, was denn? Ey, halt dein Bockfotzen da drüben, sonst können wir nicht mehr den Quampert hier schaffen. Wie hast du mich genannt? Halt dein Goschen! Wie hast du mich genannt? Hast du die Goschen? Du kleiner Zipri. Aber Ruhe, ja. So, meine Damen und Herren. Also, mal ganz kurz. Halt dein Bockfotzen. Da wird jetzt einmal ganz andere Seiten aufgezogen, damit sie schon mal Bescheid weißt, ja. Ich muss den hier auf da hinten um zum Babbeln, da zieh fix. Also in erster Linie wird alles, was der Bayern entschieden hat, aufgehoben. Bis auf das Führerscheinverbot für einen gewissen Herrn Manus. Wo ist denn der? Das, Herr ist, Manus? Der, das ist der da hinten in dem blauen Hemd. Jupp, komm vor. Da hier, da, ja, der, wo da oben steht, da mit dem weißen. Jupp, komm vor. Vergessen. Jupp. Nein, das Ganze. Ich brauche meinen Führerschein. Ah, warte, wie du bist. Ich notiere das mal. So, ja, da, was ist denn? Hemd. Ich bin der, der Herr Manus. Sie sind der Herr Manus. Ja. Und wo ist der Herr Freezy? Ja. Das ist der Dicke. Kommen's mal her, bitte. Kommen's mal her. Das also, ist der Dicke, der in der Schweinestall riecht. Sie beide. Und ihn habe ich ja schon so voll gehört. Die Akten sind ja voll von ihr. Und ich sage gerne eins. Wenn sie meinen, sie können so weitermachen wie bisher, da sind sie mal ganz falsch gewickelt, ja. Weil ich bin das Gesetz und sonst gar nichts. Das, was ich sag, gilt. Und wenn ihr euch aufmantelt oder meint, ihr seid irgendein Schwarzenegger oder sowas, dann werdet ihr terminiert. Habt ihr mich verstanden? I'll be back. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Ich war gedanklich bei meiner Suppe. Herr Lanze? Wow. Herr Lanze? Das ist ja schon wieder eine absolute bodenlose Unverschämtheit. Herr Lanze? Oh, Kruzifix, was ist denn? Ich hab Sie verstanden und natürlich, ich werde das natürlich verinnerlichen und versuchen umzusetzen, Herr Lanze. Wenn Sie mal irgendwie aber jetzt Unterstützung Moment. Brauchen. Na? Moment, seid einmal ruhig jetzt. Ist ja noch. Herr Lanze. Ihr beide Spitzeln da. Ihr seid mir ja bekannt. Haben wir uns mir nicht schon mal getroffen? Nee. Ich glaub schon. Wart ihr denn mal in Haft gesessen? Nee. Nur der Miguel. Nicht, oder? Boah, wie du ist los? Scheiße, das hab ich doch gar nicht gekriegt. Lauf. Warte mal. Waren das? Das waren die beiden Zipfen da als Schwarzsinger, die wir da inhaftiert haben. Lauf! Meine Herren, zurück. Da bleiben oder es gibt einen Taser. Es gibt nämlich gleich noch eine Anweisung und die gilt für alle. Geh rein. Aber ganz schnell. Sonst ziehe ich meinen Schlagstock. Oh, Tür zugesperrt. Naja, wollte ich wahr sein. Also hier herrscht wirklich nur Saddam Ungemacher. Jetzt sind wir am Arsch. Jupp, weißt du, wer das ist? Nein. Die waren damals im Knast. Also die waren damals als Wärter in dem Knast. Das waren unsere Wärter, die uns immer abgeschlossen haben. Seid jetzt mal fertig da hinten mit dem Rumpappeln oder geht es noch weiter? Ja, Anwalt, euer Gehör. Vielen Dank. Ja, und zwar, auf den Weg hierher ist uns was ganz Fürchterliches aufgefallen. Was so inakzeptabel ist wie das Wetter, was gerade hier draußen herrscht. Mensch, das Schiff, ja, wie, das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist halt einfach Sauschlag. Ist halt nicht Kalifornien. Es ist Ruhe. Und zwar folgendes. Ab dem heutigen Tage und unsere Wörter sind bindend. Das ist quasi ab heute Gesetz. Ab heute wird nur noch rückwärts gefahren. Ist das klar? Und wie groß, mit wie viel kmh wird gefahren? Die Höchstgeschwindigkeit in ganz Schwarzingen wird auf heute bei Goschen da drüben auf 4 km/h begrenzt. Lol. Jetzt maximal 4 km/h fahren und das rückwärts. Und das wird so hart kontrolliert, meine Freunde. Was? Das im Rückwärtsgang oder was? Natürlich. Was? Im Rückwärtsgang. Im Rückwärtsgang wird fahren. Entschuldigung. Und wenn das nicht eingehalten wird. Ich bin der Jupp. Ja, was willst du? Gilt das auch für Fahrräder? Ja, das gilt auch für Fahrräder. Alles klar, danke. Das gilt auch fürs Dreirad, das gilt für alles, was man fahren kann, Bobbycar, egal was. Und was ist mit Pferden? Chat haut die 4 km/h auf. Pferde, verdammte Scheiße, was ist da dran zu schwer zu verstehen? Manus, geht der Tempomat auch im Rückwärtsgang?
Und nee. Nochmals kurzes, meine Damen und Herren, wenn das nicht eingehalten wird, ist das ein 50-60-Zustand und der ist inakzeptabel. Damit das klar ist, das wird nicht mit irgendeinem Bußgeld bestraft. Na. Da gibt's gleich Ersatzfreiheitsstrafe. Das sag ich euch. Ich hab noch eine Frage. Wir räumen hier auf und wenn ihr euch nicht dran haltet, dann werdet ihr alle eingeknastet, dass keiner mehr da ist. Habt ihr verstanden? Hallo. Und dann mach ich vor euren Augen eine Packung Schokolade auf. Oh ja, und ihr ist eine Weißwurst. Was denn, Jupp? Gilt das auch auf Felder? Natürlich. Ja, das gilt auch auf Feldern. Es wird ab sofort rückwärts angesehen. Und wie dresche ich denn rückwärts? Es interessiert doch mich nicht, wie du das machst. Also, es wird rückwärts gedroschen. Und sie fix. Und wir sehen einen, der vorwärts fährt. Aber ich sehe schon, komm, es wird gleich wirklich gedroschen. Frage, muss ich dann auch rückwärts laufen? Ja. Herr Lanze! Ja, Herr Lanze! Herr Lanze! Ja, gut, okay, Herr Lanze! Herr Lanze! Was wolltest du, Luftpumpe? Ja, genau. Herr Lanze! Sie müssen unbedingt, Sie brauchen, um so viele zu kontrollieren, Verstärkung. Ich bin Ihr Mann. Ich bin für diese Kontrollen, Ihr Mann. Ich verspreche Ihnen. Du meinst, du eigentlich ganz doch, du bist mir unbekannt, oder was? Nein, aber ich bin, hab ich 180 Grad gedreht. Lanze, ich hab mich 360 Grad gedreht. Ich bin ganz neuer. Weißt du, währenddem, wenn du mich interessierst, kennst du einen Bulli von Tölz. Genau so schaust du aus. Das war gemein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns. Der moderiert ab. Hast du einen Dachschaden oder was? Das geht doch wohl nicht. Also, wenn das eh noch macht, lass das Däumchen da. Ich hab gesagt, dass ich jetzt an mir, jetzt mach ich wieder dein eigenes Ding. Dann, Herr Lanze, könnten Sie bitte beenden? Ja, wir jetzt. Alles klar. Videos. Ja, dann, in dem Sinne, habt noch einen schönen Resttag. 19 Uhr kommt die nächste Folge. Genießt es, amüsiert euch, habt Spaß bei unseren Folgen, lasst einen Daumen da, bei allen Kanälen überhaupt auf der ganzen Welt, nur nicht bei den beiden. Und so gut geht's weiter, ne? Danke! Tschüss. Und wenn ihr den Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, macht das bloß nicht! Macht das bloß nicht!